Oh, yes! Du hast geschafft, die Lichter zu machen. Wow. Yes! Was Leute, mein Name ist Danny. Willkommen bei meinem Video und heute boxen wir etwas aus. Wir machen quasi Unboxing, was ich eigentlich noch nie gemacht habe, so richtig ehrlich gesagt. Aber Creative hat mir was Cooles zugesendet. Und zwar ist das der Sound Blaster X und die haben mir das gesponsert. Das heißt, die haben es mir einfach zugeschickt. Und später habe ich hier noch mal eine zweite Box, die werde ich verlosen. An irgendeinen von euch, schätze ich mal. Ich werde es auch unterschreiben, also ja, es wird quasi hier unterschrieben. Vielleicht mache ich mach's gleich im Video am besten. Hier wird es unterschrieben und ich sage euch, wie ihr gewinnen könnt. Das ist ganz einfach, aber die haben mir das zugesendet und ich bin ziemlich froh drüber, weil ich habe nicht immer Lust, Kopfhörer zu tragen und die kann man quasi, also das ist quasi eine Soundbox, die kann man auf den Tisch tun und dann kann man mit guter Qualität quasi Sound hören. Und es sieht gut aus. Okay, ganz kurz zu Creative nochmal, denn die haben mir das ja zugesendet, die haben es nämlich erstellt und Creative ist so quasi eine Firma, die sich auf Sound spezialisiert hat, also die sind extrem gut in solchen Sachen wie Sound, denn die haben irgendwie auch vor 30 Jahren die erste Soundkarte der Welt erstellt und die müssen gut sein, okay? Die müssen gut sein, deswegen erwarte ich auch eine Menge vom Sound. Die erstellen übrigens nicht nur so Soundsachen, sondern auch so Headsets, Gaming-Mäuse, Tastaturen und so weiter und so fort. Übrigens, Sound Blaster X heißt das Ganze hier und das gibt es seit 3 Jahren. Das hat Creative dann erstellt quasi für ihre Gaming-Sachen, schätze ich mal. Okay, ich will es aufmachen, ich will nicht mehr reden. Okay, danke für das Messer, du bist ein sehr netter Mensch auf jeden Fall. Aber na gut, okay, lass mich aufmachen. Okay, ich kann keine Kartons öffnen. Ich versuche das gerade im Video, damit ich nicht aussehe wie ein Psycho, ganz normal zu öffnen. Aber das Ding bei mir ist, ich mache einen Karton auf und ich weiß schon, dass egal ob das Gerät kaputt ist oder nicht, ich es nicht mehr zurückgeben kann, weil das Karton kaputt ist, weil der Karton kaputt ist. Ich will mein Leben ändern, ich will ein anderer Mensch werden, ich will Kartons vernünftig aufmachen, sodass ich im Fall, dass irgendwas kaputt ist, es auch zurückgeben kann. Was extrem lange dauert. Ich kann keinen Karton aufmachen, ohne dass er einfach kaputt geht. Das ist so lächerlich. Ich weiß nicht, wie ich das... Oh mein Gott, ich hab's geschafft, glaube ich. Okay. Der Karton ist schon zur Hälfte kaputt, aber alles bestens, Leute. Keine Panik, ich schwitze nicht. Es war gar nicht anstrengend, für mich alles bestens. Okay. Also ganz oben ist quasi das Gerät an sich, was ziemlich cool ist. Es ist ein bisschen länger und ich glaube, es leuchtet sogar. Leuchtet das? Leuchtet, oder? Ich glaube schon. Es sah aus, als würde es leuchten. Wow. Okay, ich glaube, es leuchtet. Ah, hier unten sind die LEDs. Ich glaube, das leuchtet dann. Das kann man quasi... Ich glaube, das kann man sogar einstellen, wie es leuchtet. Ich weiß es nicht. Aber so sieht es aus. Hier kannst du es zeigen. Es ist quasi... das legt man quasi so auf den Tisch. Und hier gibt es ein paar Knöpfe, womit man ein paar Sachen einstellen kann. Und hier an den Seiten kommt der Sound raus. Und hinten kann man quasi... Gibt es quasi ein paar Stecker, wo man es einstecken kann, per USB oder per verschiedenen Sachen einfach. Ich kenne den ganzen Button nicht, ich weiß nicht, wie die heißen. Ansonsten, wie geht's dir so? Gut. Geht's dir gut? Wie war dein Tag so? Wunderbar. Wunderbar. Okay. Wunderbar. Oh mein Gott, das Teil ist schwer. Es ist so schwer. Oh. Okay, alles bestens, keine Panik, Leute, ich krieg's hin. Ich schwitze nicht. Ich finde es immer awkward, Leuten beim Auspacken zuzugucken. Ich weiß nicht wieso, aber ja. Okay, das ist wahrscheinlich, wie heißt es da, das Bassteil, ne? Das ist quasi ein Subwoofer, der ist quasi für den Bass zuständig, was ziemlich wichtig ist. Bass ist sehr wichtig. Bass ist auf jeden Fall sehr wichtig, deswegen, das Teil ist riesig. Das Teil ist heftig und sieht ziemlich cool aus. Und ich glaube, man steckt es, hier dran? Hier steht Sub. Ich glaube, das muss es sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Wir werden es ja sehen. Ich werde es nachher anschließen. Dann werden wir den Sound testen. Dieses Paket ist riesig. Es endet nie. Oh mein Gott. So viele Kabel habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Das sind viele Kabel. Es sind sehr viele Kabel. Und ich liebe Kabel. Eigentlich hasse ich Kabel. Ich hasse Kabel sehr. Vor allem Kabelsalat. Hier haben wir eine Fernbedienung. Damit kann man das Ganze... Ich gehe mal davon aus, nicht mit den Knöpfen hier stellen, sondern man kann es mit der Fernbedienung stellen, was sehr, sehr cool ist. Also quasi, was ich gehört habe, ist entweder mit der Fernbedienung oder mit der Software, die dann wahrscheinlich dabei ist. Also ziemlich cool. Ich benutze die Fernbedienung, finde ich cooler. Hier kannst du sie sehen. Gefällt sie dir? Gefällt dir, was du siehst?
Ja. Findest du toll, ne? Wunderschön. Wunderschön. Sag wunderschön. Wunderschön. Gut. Und hier noch sehr viele Kabel. Ich gehe mal davon aus, dass es hier für den Strom und für, damit ihr es quasi anstecken könnt und anfahren könnt. Kabel sind wichtig, okay? Kabel sind wichtig. Hier ist eine Box, aber die ist verdammt leicht. Ich glaube, das könnte die leichteste Box der Welt sein, die ich jemals geunboxed habe. Darf ich die mit Gewalt aufmachen? Ja. Danke. Obwohl, ich habe hier ein Messer, Leute. Ich will mein Leben ändern, ich will nicht mehr gewalttätig sein. Das war ich noch nie. Okay, ich werde nicht glauben, was drin ist. Es ist sehr leicht auf jeden Fall. Also hier, schon ziemlich groß auf jeden Fall. Beeindruckend. Ich muss sagen, es ist echt eine klasse Box. Ist wahrscheinlich so Deko, dabei links war so eine Box, wo die ganzen Kabel drin waren. Und dann dachten die sich quasi, rechts packen sie auch eine Box hin, die quasi dann leer ist. Einfach nur, damit es auf beiden Seiten synchron ist. Okay, Leute, wenn ich du wäre, was ich vielleicht bin, wer weiß das schon. Aber dann würde ich quasi das, also meine Meinung nur, okay? Das ist meine Meinung. Wenn du willst, kannst du kurz mal kommen, damit ich zeigen kann, wo ich es am besten hin tun kann. Und zwar würde ich es hier hin tun. Ich würde definitiv vor dem Monitor tun, weil ich denke, es sieht am besten aus und es stört auch nicht, weil das Teil ist sehr groß. Ich weiß gar nicht, es müsste richtig positioniert sein, so sieht es ungefähr aus und hier unten sind dann die LEDs, was ziemlich cool auf jeden Fall ist. Deswegen, ja, ich muss sagen, ich freue mich irgendwie, dass ich das habe. Es sieht auch sehr qualitativ hochwertig aus, weil es dieser metallische Stoff ist. Also ja, es fühlt sich sehr qualitativ hochwertig an, so kann man das sagen. Und wie geht's dir sonst so? Gut. Sehr gut. Was ein Problemchen ist wahrscheinlich das Große, weil das muss irgendwo hin. Ich würde jetzt sagen, es wird nach unten kommen, Leute, weil es ist schon sehr groß. Ich will es wirklich ungern auf den Tisch tun, deswegen, ja, ich packe es unter den Tisch, glaube ich. Ich denke, das ist eine bessere Idee. Ich frage dich, ob du das Kabel nehmen kannst. Sag hallo. Hallo. Also quasi, man hat hier dieses Teil und ich gehe mal davon aus, man checkt es hier rein. Yes. Und die sind verbunden. Also quasi einfach den Subwoofer. Ziemlich komischer Name. Ich dachte immer, das heißt anders. Aber okay, wie auch immer. Steckt man da rein und es ist verbunden. Fertig. Spaß. Es geht auch weiter. Okay, jetzt habe ich hier ziemlich viele Kabel. Und eins davon ist höchstwahrscheinlich das Netzteil. Okay, das ist Netzteil für eine amerikanische Steckdose. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die haben was eingepackt, damit auch wir es benutzen können. Obwohl. Oh. Okay, das ist sowas. Okay, ich weiß, wie das geht. Keine Panik. Ich zitter nicht, okay? Ich zitter nicht. Alles bestens. Okay, Leute, hier haben wir das wirklich wunderschöne Netzteil. Ich muss sagen, es ist das wunderschönste Netzteil, was ich jemals gesehen habe. Einfach amazing. Danke an Sound Blaster X für das Netzteil. Ich werde es jetzt reinstecken, nur damit ihr Bescheid wisst. Wie geht's dir so? Es ist angeschlossen! Woo! Okay, aber ich will es mit der Fernbedienung anmachen. Oh, die Fernbedienung wird mich triggern, weil wir haben nämlich einen Schrank gekauft. Da gibt es so eine ähnliche Fernbedienung. Die ging leider nicht, aber diese wird hundertprozentig gehen. Okay, pass auf. Yes! Schau, du hast nicht gefilmt, du hast den Moment verpasst. Ich bin wirklich enttäuscht. Ich hab's nicht berührt. Ich hab's mit der Fernbedienung angemacht, wirklich. Ich muss mit dem Computer anschließen, das ist wichtig. Ich muss mit dem Computer anschließen. Oh mein Gott. Okay, ich werde es jetzt mit dem Computer anschließen, okay? Okay, der nächste Schritt ist es, mit dem Computer zu verbinden. Sollte nicht allzu schwer sein, das Ganze wird per USB verbunden. Und dann bin ich gespannt auf den Sound. Ich freue mich wirklich drauf, also jetzt ohne Witz. Ich freue mich sehr drauf. Also das Ganze ist Mini-USB oder das, was es quasi bei allen Samsung-Geräten gibt. Und das steckt man jetzt quasi hier rein. Da steht sogar Computer, also es ist sehr einfach anzuschließen, muss man sagen. Es ist wirklich nicht allzu viel. Ich glaube sogar 3 Kabel reichen, oder was denkst du? Ich meine Strom, Subwoofer und PC, das reicht eigentlich schon. Ich werde das Kabel jetzt ausnahmsweise vorne am PC anschließen. Was normalerweise kein Problem sein sollte. Okay, momentan steht da muted. Okay, tja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe gerade den ersten Sound gehört. Es ist ziemlich laut, deswegen, ich würde sagen, man kann es auch leise stellen natürlich, das sollte kein Problem sein. Videos.
Ah, hier steht das Volume. Hier steht quasi, wie laut es ist. Es ist momentan auf 40. Und es geht hier am PC auch runter, wie du sehen kannst. Also ich stelle quasi das Volume um mit der Fernbedienung und es geht hier runter. Und am PC geht es ebenfalls runter. Also quasi, wie ihr sehen könnt, man kann quasi sowas für alles bestellen. Ich glaube, wir machen mal einen kleinen Soundcheck, oder? Okay, ich hoffe, ihr seid bereit. Übrigens, das Zimmer ist noch nicht fertig. Also da kommt noch einiges hin. Das ist, ne, das soll kein Roomtour sein oder so. Aber na gut, ich werde einfach mal irgendwas anmachen und gucken, wie es sich anhört. Ich würde jetzt auch lauter machen. Ich habe ein bisschen. Wie spät ist es? 22 Uhr. Nachtruhe ist eingetreten. Ich kann nicht so laut machen, leider. Aber. Okay, kann ich vielleicht. Sollte aber eigentlich gehen. Ich mache mal kurz leiser. Theoretisch kann man die Lichter hier irgendwie anmachen, glaube ich. Oh, yes! Ich habe es geschafft, die Lichter anzumachen. Wow. Yes! Cool, oder? Hier, sie sehen. Oh, ist richtig cool. Ich muss sagen, ich mag's. Wie findest du's? Geil. Ziemlich cool, oder? Okay, man kann sie quasi. Ich weiß gar nicht. Ich habe sie jetzt hier angemacht. Das war. Hier habe ich auf. SBX gedrückt. Was sehr interessant ist. Gibt's hier auch SBX? Ich sehe es gerade. AUX? Oh, nee. LED sehe ich hier. Oh! Konzert? Blau? Wow! Ich liebe das, oder? Hm. Das ist richtig cool. Ich glaube, ich mag das Bunte sehr schon, muss ich sagen. Aber das sind anscheinend die, die man wählen kann. Vielleicht kann man noch mehr wählen, ich weiß es nicht, das kann ich euch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich nice, auf jeden Fall. Boah, das mag ich auch. Und dann findest du's? Ja. Und es hat einen sehr guten Sound, es klingt wirklich richtig gut. Komm einmal lauter, nur ein bisschen. Lauter? Soll ich lauter machen? Nur ein bisschen. Okay, ich mach lauter. Klingt gut, oder? Ich finde, das klingt richtig gut, Leute. Es klingt wirklich richtig gut. Also es ist wirklich unnormal. Ich weiß nicht, ob man es hört, weil ne, Kamera und so, Sound, das ist halt kein Mikrofon, aber ich finde, es klingt richtig gut. Ziemlich geil. Okay, Leute, weil man kann es auch mit der Software steuern, also nicht nur mit der Fernbedienung. Deswegen das Gute ist, dass es quasi auch über den, also über den PC auf der Webseite, gehe ich mal von aus, runtergeladen werden kann, die Software, da kann man da auch Sachen einstellen. Echt geil, das Teil, wirklich. Ich werde jetzt, oh Gott, das ist verdammt dreckig hier, aber es gibt hier noch eine zweite Box, wie ihr sehen könnt. Also diese Box, die werde ich verlosen. Ich glaube, ich werde sie jetzt unterschreiben, oder? Ich werde sie einfach jetzt unterschreiben. Ich werde sie auf das Schwarze unterschreiben. Ich weiß gar nicht. Hier hin? Ist gut? Ja. Okay, so. Oh Gott, okay. Ich mach mal drunter. So, ich hab die beste Unterschrift ever. Oder auch nicht. Na gut, Leute, auf jeden Fall werde ich das verlosen. Wie ihr gewinnen könnt, und zwar werdet ihr ein Bild auf ihrer Facebook-Seite sehen. Der Link zur Facebook-Seite ist ja in der Beschreibung. Und ihr sollt aufs Bild gehen. Also erstmal solltet ihr die Seite liken, nur so könnt ihr gewinnen. Also ihr müsst ihre Facebook-Seite liken. Und ihr sollt das Bild, was ich quasi dort gepostet habe, quasi kommentieren. Vielleicht, wieso ihr gewinnen wollt oder wieso ihr das so toll findet. Wollt ihr einfach nur guten Sound haben oder wollt ihr einfach nur, dass es besser aussieht zur Deko? Oder wie auch immer, schreibt irgendwas hin und dann könnt ihr gewinnen. Also das Ding ist halt, nur einer kann gewinnen und einer wird gewinnen, da bin ich mir sicher. Also einer von, entweder du oder jemand anders. Aber für die Leute, die es nicht gewinnen werden, könnt ihr auch auf ihre Webseite gehen, die ich euch auch noch verlinkt habe in der Beschreibung. Und da könnt ihr meinen Code eingeben, der steht ebenfalls in der Beschreibung. Und da bekommt ihr es wesentlich günstiger. Also quasi der Code lautet irgendwie Danny-Katana und da bekommt ihr es 70 Euro billiger. Was ziemlich cool ist. Deswegen, ja. Also danke nochmal an Creative für Sponsor des Videos. Ich muss sagen, mir hat es richtig Spaß gemacht. Hat es dir auch Spaß gemacht? Ja. Finde ich sehr gut. Okay, Leute, wie auch immer, ich werde das Video vielleicht mal stehen lassen. Ich hoffe, ihr wollt mehr Unboxings sehen. Ich mag Unboxings, ich finde es cool. Auch wenn es ein bisschen awkward ist, irgendwas aufzumachen, also so eine Box aufzumachen. Aber na gut, so schlimm wird es nicht sein. Bewertet euch auf Videos, lasst einen Daumen nach oben da. Falls du es nicht getan hast, kannst du unten gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!